Arno Löwy ist ein Literatur- und Medienwissenschaftler, Publizist und Direktor des Jüdischen Museums in Hohenems. Er war 2009 auch, denke ich, in unangenehmer Art und Weise in den Medien, nachdem die FPÖ Vorarlberg sehr massiv auf eine Kritik seinerseits auf einen Wahlslogan reagiert hatte. Und der Landesvorsitzende Ecker war nicht bereit, sich für einen fürchterlichen Ausfall zu entschuldigen, was dazu geführt hat, indirekt, dass die FPÖ heute nicht mehr an der Vorarlberger Landesregierung beteiligt war, wobei sie früher über 30 oder 35 Jahre Koalitionspartner war. Es gibt spannende Verbindungen zwischen Meran und Hohenems, zwischen Hohenems und Meran, denn wie viele von uns vielleicht wissen, aber wir wiederholen das vielleicht hier in diesem Rahmen noch einmal, kamen die ersten jüdischen Bewohner Merans oder Neuankömmlinge, die nach Meran kamen, aus Hohenems. Es hat im Mittelalter auch schon Spuren gegeben, aber wir beschäftigen uns jetzt hauptsächlich mit diesen jüdischen Familien, die aus Hohenems nach Meran gekommen sind. Warum hat es überhaupt in Hohenems so ein reichhaltiges jüdisches Leben gegeben? Gut, die kürzeste Antwort auf diese Frage wäre die, dass Hohenems mal nicht zu Österreich gehört hat. Jedenfalls nicht zu Habsburg-Österreich und einige Zeit lang eine eigenständige Reichsgrafschaft war mit politisch sehr ehrgeizigen, vielleicht 100 Jahre lang auch recht geschickt, später dann sehr glücklos agierenden Grafen, die sich durch geschickte Heiratspolitik mit römischen und italienischen Patrizier- und Papstfamilien verbunden haben und dadurch für so ungefähr 100 Jahre quasi in die europäische Politik gekommen sind. Einer war Kardinal in Rom, irgendwie 30 Jahre lang und dort politischer Fädenzieher bei, ich glaube, 5 Papstwahlen. Einer wurde Fürsterzbischof in Salzburg. Also die haben eine Zeit lang sich sozusagen auf europäischem Parkett bewegt und wollten 1617 es den Habsburgern einmal wirklich zeigen. Sie wollten natürlich auch den Handel beleben. Das war der Grund sehr oft für Schutzbriefe und Ansiedlung von Juden. Aber sie wollten auch Muskeln zeigen und schlicht ihre Souveränität gegenüber dem Habsburgerreich demonstrieren, indem sie zeigten, wir tun das, yes we can, und ihr könnt nichts dagegen tun. Können Sie uns das zeitlich irgendwie einreihen? Also wann das, sagen wir, zu einer dieser Hochblüte auch der jüdischen Gemeinschaft in Hohenems gekommen ist? Wie gesagt, wie lange das angedauert hat? Das Datum, was ich genannt habe, der Schutzbrief datiert auf 1617, das war sozusagen dieser politische Kraftakt der Hohenemser Reichsgrafen. Das hat dann noch ein paar Jahre gedauert, bis wirklich eine jüdische Gemeinde in Hohenems existierte. Und die eigentliche, wenn man so will, Hochblüte, auch wirtschaftliche Hochblüte dieser jüdischen Gemeinde war dann aber tatsächlich so um das Jahr 1800 bis 1850. Damals waren die Hohenemser Kaufleute, jedenfalls die wohlhabenderen jüdischen Kaufleute, und die meisten waren natürlich nicht wohlhabend, sondern eher bettelarme Hausierer oder kleine Händler. Die haben nur in der Geschichte, wie das oft so ist, nicht ganz so viele Spuren hinterlassen. Die waren sozusagen auch europäisch unterwegs. Diese Familien haben zunächst einmal aus einer Not heraus überall hin, wo sie hin heiraten konnten, geheiratet. Die Not war eine ganz einfache, die Höchstzahl der in Hohenems Geduldeten, und natürlich hatten sie immer sozusagen nur ein Duldungsstatut, niemals zu dieser Zeit so etwas wie gleichberechtigte Bürgerrechte. Diese Duldung war immer eine sozusagen herrschaftlich ausgesprochene für eine bestimmte Zahl von Familien. Das stellt man sich sehr einfach vor, das war dann ab den Jahren der bayerischen Herrschaft, ab 1813, eine sogenannte Normalzahl von 90 Familien. Das hieß 90 Väter, ihre Frauen, ihre Kinder und ihr Gesinde. Also meistens eben jüdische Mägde, Knechte, Privatsekretäre, Lehrer, was auch immer, Menschen, die halt
irgendwo zumindest unterkommen mussten und auf diese Weise dann bei jüdischen Familien in Hohenems zumindest mal Arbeit und Unterkunft fanden. Aber das hieß natürlich auch bei einer damaligen Kinderzahl von, weiß ich nicht, 8 bis 14 Kindern, von denen in wohlhabenden Familien in der Regel 3 starben und in weniger wohlhabenden 6 bis noch mehr. Da blieben immer ziemlich viele Kinder übrig, die mussten irgendwohin heiraten. Und sie durften in Hohenems nicht heiraten, weil sie durften ja die Zahl der Familien nicht vergrößern. Also musste man irgendwo anders hin heiraten. Und wenn man sich wohlhabende jüdische Familien in Hohenems zu dieser Zeit anschaut, wohin heiraten die Kinder, dann ist das zum Teil Südtirol, dann ist das natürlich Triest, dann ist das Florenz, Rom, dann ist das Paris, Brüssel, London, Frankfurt und natürlich ein gewisser Teil des Geburtenüberschusses in Anführungsstrichen geht nach Amerika. Und man kann sich das sozusagen für ganz viele Familien anschauen. 2 Kinder gehen in die USA nach New York oder San Francisco oder was weiß ich wohin. 2 gehen nach Italien, 2 gehen irgendwo nach Deutschland, 2 gehen vielleicht nach Wien oder nach Triest. 2 gehen nach St. Gallen und einer geht vielleicht nach Südtirol. Also das ist sozusagen eine Not, die natürlich zu einer hohen Mobilität führt. Die hat auch was mit den Berufen, in die man ökonomisch eingezwängt ist. Man ist ja lange sozusagen auf den Handelsberuf beschränkt. Eine Not, die natürlich für die wohlhabenderen Familien eine gewisse sozusagen auch Weltläufigkeit und Weltbürgertum quasi schon produziert. Zu einer Zeit, wo wir immer glauben, die Menschen lebten in einer engen Welt. So eng war die Welt damals auch nicht. Dann wanderten die ersten Hohenemser Juden, Sie haben es angedeutet, nach Südtirol, nach Meran. Wann war das ungefähr, dass man die ersten Spuren oder die ersten größeren Bewegungen von Hohenems nach Meran feststellen konnte? Und es hat ja dann auch zur interessanten Situation geführt, dass die Meraner Gemeinschaft, die Meraner jüdische Gemeinschaft, vom Rabbinat in Hohenems aus betreut wurde. Und das habe ich auch mal irgendwo gelesen, dass das die Hohenemser gar nicht so gerne gesehen haben, dass der Rabbi ganz gern auch in Meran war. Ja, vielleicht gebe ich, also ich würde dann gerne auch nochmal auf einen sehr frühen Fall zurückgehen, weil der sozusagen auch für das, was wir über jüdische Geschichte wissen, sehr spannend ist und auch zeigt, wie kompliziert es manchmal ist, etwas über den Alltag herauszufinden. Aber wenn man so ein bisschen einen Überblick geben will über diese Hohenems-Meran-Beziehung, also die ersten, die sich nachweislich sozusagen erfolgreich in Meran ansiedelten, waren natürlich die Brüder Biedermann, die erste Bank hier gründeten. Die lebten sozusagen seit 1832 in Meran. Offiziell auswandern konnten sie erst nach 1866, also halt eigentlich erst mit dem Staatsgrundgesetz war es dann möglich, sozusagen normal sich irgendwo in Österreich anzusiedeln. Ebenfalls zur selben Zeit ungefähr kamen die Gebrüder Schwarz aus Südtirol, eigentlich nicht nach Meran, sondern nach Vilpian. Also erst waren sie eigentlich beim Bau der Franzensfeste beschäftigt. 1830 haben sie da die Militärkantine organisiert, war sicherlich nicht der angenehmste Job. Das ist etwas, was man auch immer wieder sieht. Also ich sage mal, die guten Jobs sind vergeben. Und das, was sozusagen Juden, die sich auf Wanderschaft begeben, machen müssen, ist die riskanten Jobs zu übernehmen, die unangenehmen Jobs sowas war das, gehörte dazu. Sie haben sich auch als Bierbrauer hier verdient gemacht. Ein Sohn von Ernst Schwarz war dann später beim Bau von Lokal- und Bergbahnen im Land sehr aktiv, hat die Mori-Arco-Riva-Bahn gebaut, die Überetschbahn, die Mendelbahn, die Würgelbahn. Nur bei der Winschgau-Bahn kam man nicht zum Zug. Wirklich freie Ansiedlung wird eigentlich erst mit dem Staatsgrundgesetz möglich. Und zu dieser Zeit kommen dann tatsächlich auch in schneller Folge sehr viele Juden. Auch nicht nur aus Hohenems, sondern aus dem ganzen Reich. Hier nach Meran, Leute wie der Arzt Hausmann und solche Leute. Josef Beermann kommt nach Meran und eröffnet das erste sozusagen koschere Restaurant und dann Hotel mit allem, was dazugehört. Es kommen jüdische Kurärzte hierher. Josef Schreiber zum Beispiel aus Bad Aussee, der dort schon ein erfolgreiches Sanatorium betrieben hat und auch einen sehr wichtigen Salon in Bad Aussee, wo Theodor Herzl ein- und ausging. Der hat dann das Hygieia hier in Meran eröffnet. Also da beginnt das sozusagen tatsächlich ein echter Hub
zu werden, ein Mittelpunkt für einerseits ein intellektuelles Publikum aus dem Habsburger Reich, aber eben auch eins, das sozusagen nach Wellness und angenehmer Erholung sucht. Und natürlich dieser ganze Kurbetrieb, die ganzen Sanatorien in der Stadt, die Gründung und der Betrieb dieser ganzen Häuser war sozusagen ganz wesentlich abhängig davon, dass jüdische Kurärzte, jüdische Tourismusunternehmer, nicht zuletzt auch aus Wien, dann sich hier angesiedelt haben. Es gab diese verrückte Situation, nach der Sie gefragt haben, dass Meran zwar ab 1867 ein Ort war, an dem sich Juden ansiedeln konnten, aber das hieß noch nicht, dass sie eine Gemeinde bilden durften, weil dazu brauchte es behördliche Genehmigung und die Gemeinde in Tirol und Vorarlberg bestand in Hohenems. Sie war quasi informell dann auch das Landesrabbinat für ganz Tirol und Vorarlberg. Ab 1890 bekam es diesen Titel dann auch formell zuerkannt, Landesrabbinat für Tirol und Vorarlberg. Und die Hohenemser Rabbiner mussten zum Beispiel oder durften, es war ja auch eine Machtposition, die Matriken führen, eben auch für die Juden im Rest von Tirol, in Innsbruck und in Meran. Und man muss dazu sagen, dass es eine heftige Konkurrenz gab. Hohenems hatte sozusagen die alten Rechte. Innsbruck war die Landeshauptstadt und im Meran war die größte jüdische Gemeinde. Also jeder hatte etwas für sich gepachtet. Es gab ein gewisses Machtgleichgewicht, das dafür sorgte, dass sich nichts änderte. Und das Beispiel genannt des Rabbiners, 1896 war die jüdische Gemeinde in Hohenems mittlerweile schon kräftig dahingeschmolzen. Die hatte mal 500 bis 600 Mitglieder und natürlich mit der Möglichkeit, sich sowohl im Habsburger Reich als auch in der Schweiz, da kam das auch in den 1860er Jahren, sich frei ansiedeln zu können, bedeutete natürlich, dass man sich, darf das hier sagen, in diesem Kaff Hohenems nicht mehr unbedingt sozusagen bleiben musste, sondern in große Städte gehen wollte. Und das tat man auch. Und natürlich wanderten jüdische Familien ab diesem Moment von Hohenems ab. 1896 kam ein Rabbiner nach Hohenems, der Historiker war, Philosoph, ein echter intellektueller Rabbiner. Und die jüdische Gemeinde in Hohenems brauchte zu dieser Zeit auch schon mehr einen Historiker als einen Rabbiner. Und er war sehr eng befreundet mit Moritz Lazarus. Das war sein Lehrer, einer der Begründer der Völkerpsychologie, aber auch ein großer Vorkämpfer für die Reform im deutschen jüdischen Gemeindeleben. Und er zog nach Meran, ließ sich dort nieder mit seiner Frau Nahida Lazarus, gehörte sozusagen zu diesem intellektuellen Klima Merans. Und Tänzer träumte natürlich davon, nach Meran gehen zu können. Und es gab eben bis dahin immer noch keine wirkliche Gemeinde in Meran. Es gab die Königswarter Stiftung, ein Sonderfall, dass also quasi die jüdischen Gemeindebelange von einer Privatstiftung gewahrt wurden, die ins Leben gerufen worden ist von zwei Frankfurter, einem Frankfurter jüdischen Ehepaar, deren Sohn 1871, glaube ich, hier in Meran verstorben war. Und die haben dann einen namhaften Betrag gespendet dafür, dass ein jüdischer Friedhof eingerichtet werden konnte, dann ein Asyl für mittellose jüdische, israelitische Kranke, wie es hieß, und dann eben auch für den Bau der Synagoge, die dann Aaron Tänzer 1901 eben einweihte hier in Meran. Und er wollte Rabbiner werden. 1905 sah das auch so aus, als ob er das werden konnte. Er ging nach Meran und dann begann ein zweijähriger Kleinkrieg mit den Behörden um die Einrichtung eines formellen Rabbinersitzes hier. Das hat nicht geklappt. Tänzer ging nach Deutschland und es hat dann noch mal eine Weile gedauert, bis Meran wirklich eine eigenständige Gemeinde wurde. Der Rabbinatssitz ging nach Innsbruck und dann kam der Krieg. Naja, und dann war Meran italienisch und tatsächlich eine eigenständige Gemeinde. Sie sind ein Museumsmann und Sie beschäftigen sich natürlich mit der Rolle von Museen im Allgemeinen und mit jüdischen Museen im Besonderen. Wo sehen Sie, wir haben ja auch in Meran ein sehr sehenswertes, kleines jüdisches Museum, dessen Besuch ich allen anrate, die hier sitzen. Man kann dort sehr tief eintauchen in die Geschichte der jüdischen Gemeinschaft in Meran und es gibt einzelne Dokumente, es gibt Bilder. Wenn man einmal so ein Schreiben vor sich hat, dann sieht man, welcher Geist zu bestimmten Zeiten geherrscht hat und man kann sich wesentlich mehr vorstellen, als wenn man auch noch so viele Bücher liest. Also ich rate allen, besuchen Sie das Museum einmal. Wo sehen Sie die Rolle der jüdischen Museen
generell ist das so eine Mahnstätte oder wie sollten jüdische Museen aufgebaut, geführt und präsentiert und gewürdigt werden? Nee, das, was ein Museum unterscheidet von allen anderen Formen, sich mit Geschichten und mit Geschichte zu beschäftigen, ist, dass ich in eine ganz herausfordernde Zweideutigkeit hineintauche, nämlich die vor mir ist etwas, das stammt aus einer anderen Zeit und diese Präsenz ist da. Das ist mal das eine. Ich bin sozusagen nicht mehr einfach nur in der Gegenwart, ich bin irgendwo zwischen Gegenwart und Vergangenheit und das kann ein sehr spannender Raum sein, weil er einen nämlich auch dazu bringt, tatsächlich über Fragen, existenzielle Fragen, die uns heute beschäftigen, nachzudenken. Und natürlich ist ein Museum ein Ort, wo ich die Chance habe, mich mit unserer Welt in ihrer ganzen Mehrdeutigkeit zu beschäftigen, weil ich bin in einem Raum, ich schaue mir diese Dinge von verschiedenen Seiten aus an. Ich kann mit anderen Menschen, die in diesem Raum sind und die gerade etwas anderes sehen als ich, obwohl es derselbe Gegenstand ist, mich trefflich darüber streiten und anregen lassen, gemeinsam darüber nachzudenken, was diese Welt bedeutet. Und ich sage nur mal, es gibt mal nur so ein Beispiel dafür, wie einerseits schwierig und andererseits irrsinnig spannend und herausfordernd und bereichernd es ist, sich sozusagen mit den Quellen dieser Geschichte zu beschäftigen. Es gibt ein ganz hinreißendes Dokument der Hohenemser Südtiroler, sage ich jetzt mal, weil es Bozen ist, Beziehungen um 1800. Das ist ein Parochet, also ein Toravorhang, ein wunderschöner silberbrokat bestickter Toravorhang, vermutlich gefertigt aus dem Brautkleid von Scheindl Levi aus Hohenems. Die hat nämlich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts den Vorsteher, ist schon ein hohes Wort, der winzigen kleinen Bozener jüdischen Gemeinde, Elchanan Henle, geheiratet. Das war für die Familie Levi in Hohenems sehr praktisch. Lazarus Levi, der Bruder von Scheindl, war der Vorsteher der Judengemeinschaft in Hohenems, das war eine stattliche Gemeinde. Der ist immer auf Handlungsreisen gewesen, war eben sozusagen mit seiner Familie im alpenüberquerenden Fernhandel, mit Tüchern, Seide, Webwaren, Leinwand, Tauschgeschäfte mit Wein aus Zypern gemacht, Veilchenwurzeln hat er gehandelt. Ich erkläre gleich, warum wir das alles wissen. Und es war natürlich für ihn sehr praktisch, dass seine Schwester hier in Bozen lebte und jemand da war, der die Behördengänge erledigt, weil er ist nämlich immer auf die Bozener Messe. Also das war natürlich sehr praktisch. Das waren keine Liebesheiraten, sondern das waren natürlich auch Hochzeiten, die dazu dienten, ein transnationales Netzwerk aufzubauen, in dem man sozial und ökonomisch existieren konnte. Dass wir verhältnismäßig viel über diese Familie wissen, hat einen Grund in einem Dachboden in Hohenems in 1986 150 Briefe aus dieser Familie gefunden worden. Und die geben uns dann eben auch ein bisschen Auskunft darüber, was so der Alltag einer solchen Familie war. 1809, 4. April, schreibt Josef Ullmann aus Augsburg an seine Schwester Clara Levi, das ist eine Schwiegertochter von dem Lazarus, das ist also ein paar Tage vor dem Beginn des Tiroler Aufstands, und er erzählt von Klatsch und Tratsch und so weiter und dass die siebenjährige kleine Fanna nach Prag zu ihren Freunden soll, aber sie müsse vorher noch nähen und stricken lernen und der Schwager Josef war gerade in Bozen zu Pessach bei seiner Schwester Scheindle gewesen, aber auf dem Weg nach Triest hinterher sei er an der Grenze aufgehalten worden, weil sein Pass sei vom kaiserlichen Habsburger Gesandten unterschrieben, jetzt stehen aber die Bayern an der Grenze, also die Politik greift ein. Und irgendwie beteuert Josef Henle noch, dass es nicht an ihm lag, dass der Zucker, den er nach Hohenems geschickt hatte, so viel Porto gekostet hat, dass er die angeforderten Gebetbücher nicht mehr mitschicken konnte. Also der Zucker ist mittlerweile wichtiger als die Gebetbücher. Und das, über solche Details erfahren wir, wie der wirkliche Alltag einer solchen Familie aussah. Und das war der Alltag von Bürgern, Bürgerinnen, die langsam in die Säkularisierung gehen, die jetzt anfangen, Deutsch zu schreiben, zwar noch mit hebräischen Lettern, aber auch das geben sie irgendwann auf. Also wir kriegen einen Mikrokosmos der Lebenswirklichkeit. Wir kriegen auch die großen Themen, die jüdisches Leben über Jahrhunderte geprägt haben. Und diese Themen hatten was zu tun mit Migration, mit Benachteiligung, mit Säkularisierung, mit Aufstand gegen alte Traditionen. Irgendwann mussten die Frauen in Hohenems dann auch kein Kopftuch mehr tragen, aber das war ein langer Kampf. Und der Rabbiner, der das eingeführt hat, dass die Frauen kein Kopftuch mehr tragen müssen, ist dann nach Lemberg als Rabbiner gegangen und ist dort von Orthodoxen ermordet worden, weil ihm seine Reform zu weit ging. Dem haben sie das Essen vergiftet. Also
Wir lernen darüber, dass die Geschichte auch in der jüdischen Geschichte innerhalb der Gemeinden nicht so konfliktfrei war. Und wir sind sozusagen mitten in der Gegenwart, in all dem, was uns heute beschäftigt. Und Museen können dafür eine Bühne bieten. Eine Bühne bieten, in denen Menschen sich zwar mit der Geschichte, aber eigentlich mit sich selber und ihrer Gegenwart beschäftigen können. Und das ist eine eminent gesellschaftspolitische Funktion, die jüdische Museen haben können, weil sie so etwas wie einen zivilen Umgang mit diesen ganzen heiklen, tabuisierten, schwierigen Themen ermöglicht. In der Regel kann man sich im Museum zwar streiten, aber man tut das irgendwie mit halbwegs zivilen Mitteln.